Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im September 2013 hat die SPD-Landtagsfraktion eine große Anfrage zum Fahrradverkehr in Schleswig-Holstein an die Landesregierung gerichtet. Da es sich hierbei um gesamtgesellschaftliche Fragen zum Fahrradverkehr handelte, waren neben anderen Ressorts auch die kommunale Ebene und andere Institutionen wie die Tourismusagentur Schleswig-Holstein in die Beantwortung eingebunden. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch für alle diese Zulieferungen ausdrücklich bedanken und für die Unterstützung. Die rund 50 Seiten umfassende Antwort liegt Ihnen jetzt vor und kann sich, glaube ich, auch inhaltlich sehen lassen. Zu einigen Ergebnissen. Schleswig-Holstein ist beim Ausstattungsgrad der Bundes- und Landesstraßen mit Radwegen bundesweit führend. Bei den kommunalen Straßen liegen wir bei den Flächenländern auf Platz 2. 80% Radwege an Bundesstraßen, 60% an Landesstraßen, immerhin noch 30% an kommunalen Straßen. Darüber hinaus hat sich der Radtourismus in Schleswig-Holstein zu einem wichtigen Marktsegment und Wirtschaftsfaktor entwickelt. Ein Drittel aller Gäste nutzt im Urlaub in unserem Land das Rad. Und deswegen ist das Thema Radfahren bei den Themen der Tourismusstrategie auch ein fester Bestandteil. Darüber hinaus werden die zahlreichen Serviceangebote für Radfahrer gut genutzt und geschätzt. Beispiel der Radroutenplaner per Internet oder auch viele Aktivitäten der Radkoordinierungsstelle bei der TASCH. Die Landesregierung, meine Damen und Herren, möchte aber noch mehr erreichen. Durch Verbesserung der Verkehrssicherheit der Radwege und eine verbesserte Verknüpfung mit dem ÖPNV soll der Alltagsradverkehr einschließlich des Berufsverkehrs gesteigert werden. Hier, meine Damen und Herren, steckt noch viel Potenzial. Um den ökologischen Nutzen des Radverkehrs zu stärken, muss es uns gelingen, die Pkw-Nutzer zum Radfahren zu bewegen, insbesondere diejenigen, die nur kurze Wege im Berufs- und Freizeitverkehr haben. Und die Hälfte der Autofahrten im Pendlerverkehr sind immerhin kürzer als 5 Kilometer. Kleine Anmerkung, meine Damen und Herren, wenn ich dafür plädiert habe in diesen Tagen, weil ein einschlägiges Gerichtsurteil anstand, bei der Helmpflicht auf Freiwilligkeit zu setzen, dann hat das immer zwei Seiten, den Sicherheitsaspekt, aber natürlich, dass man auch bestimmte Menschen überzeugen muss, tatsächlich auf das Fahrrad umzusteigen. Und es gibt Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass mit der Helmpflicht auch die Nutzung des Fahrrads wieder abnehmen könnte. Meine Damen und Herren, wir haben einen hohen Standard der Radwegeinfrastruktur in Schleswig-Holstein. Das ist das Vermögen unseres Landes. Und deswegen haben wir, um das sichtbar zu machen, dass wir auch für die kommunale Ebene entsprechende Mittel bereithalten, einen eigenen Haushaltstitel im Landeshaushalt eingestellt für die Förderung der kommunalen Radwege mit 5 Millionen Euro pro Jahr. Und damit wird deutlich, wir investieren dauerhaft, verlässlich in die Radwegeinfrastruktur. Kriterium dafür ist das landesweite Radverkehrsnetz, das es seit 2004 gibt und das wir in dieser Legislaturperiode auch evaluieren wollen. Aber, meine Damen und Herren, 23% der Radwege, so unserer Landesstraßenzustandsbericht, sind auch hier sanierungsbedürftig. Es gibt also einiges zu tun. Wichtig bleibt auch für die Zukunft, die Kräfte auf landes- und kommunaler Ebene zu bündeln, Ideenbörsen zu pflegen und gute Maßnahmen, die häufig gar nicht viel Geld kosten, schnell umzusetzen, um die Attraktivität des Radverkehrs in Schleswig-Holstein zu steigern. Kurz, meine Damen und Herren, zum Antrag der Piraten zum Radverkehr. Einige Punkte in diesem Antrag kommen mir doch sehr bekannt vor, wenn ich Programme des ADFC lese, aber nun sei gut. Etliche Punkte werden in der großen Anfrage bereits aufgegriffen, zum Beispiel, dass wir einen eigenen Titel haben zur Förderung der kommunalen Radwege. Aber es sind auch Punkte in diesem Antrag, die zweifelsohne richtig sind und die wir weiter diskutieren sollten, die wir eingehender prüfen sollten, zum Beispiel eine Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen oder das Thema Qualitätsstandards. Also viel Diskussionsstoff im Ausschuss und darauf, meine Damen und Herren, freue ich mich. Die Landesregierung wird im Bereich des Radverkehrs weitere Anstrengungen unternehmen, um nicht nur das im Koalitionsvertrag verankerte Ziel zu erreichen, Schleswig-Holstein zum Fahrradtourismusland Nummer 1 zu machen, sondern auch, meine Damen und Herren, das sollten wir wirklich ernsthaft angehen, um das Thema Alltagsradverkehr, um den Alltagsradverkehr weiter deutlich zu steigern. Das ist unser Ziel für die nächsten Jahre. Vielen Dank.